Hallo bei Bildner TV und einem Video für alle, die mit dem Gedanken spielen, sich eine Drohne zuzulegen und mit einer Drohne in die Luft zu gehen. Seit dem Erscheinen der ersten Drohnen vor einigen Jahren hat sich sowohl in technischer als auch in regulatorischer, gesetzlicher Hinsicht einiges getan. Diese neuen Regularien, die wirken auf den ersten Blick ziemlich verwirrend und auch abschreckend. Wir möchten euch in diesem Video ein paar Infos an die Hand geben, damit ihr ohne Gefahr sowohl gesetzlich als auch technisch auf der sicheren Seite in die Luft gehen könnt. Hi, mein Name ist Christian Haas. Und ich begrüße euch bei Bildner TV, eurem Kanal mit praktischen Tipps fürs digitale Leben. Heute zum Thema Drohnen habe ich mir einen Fachmann an die Seite geholt, der euch eine Menge erzählen kann aus seiner beruflichen Laufbahn, aus seinem beruflichen Leben, wie er mit Drohnen arbeitet, was er für Projekte mit Drohnen schon realisiert hat. Er kann euch ein bisschen was zu den gesetzlichen Dingen sagen, zu den gesetzlichen Voraussetzungen, die mittlerweile gelten, um mit einer Drohne in die Luft zu gehen. Ich begrüße Rudi Schaaf. Hallo Christian. Hallo Rudi. Als erstes mal, du machst es seit Jahren, du fotografierst und filmst mit Drohnen. Wie hat das angefangen? Also ich bin Berufsfotograf und dadurch waren natürlich die Aufgaben immer wieder mal vielfältig, dass man sagt, Mensch, da ein Bild aus großer Höhe von einem Objekt oder einer Landschaft, das gefordert wird, wäre natürlich nicht schlecht. Und vor 15 Jahren bin ich dann über einen Freund zu dieser Drohnenfliegerei oder mit dieser Drohnenfliegerei in Berührung gekommen. Und das hat mich eigentlich von Anfang an fasziniert. Also 15 Jahre, das klingt ja heftig. Vor 15 Jahren hat es mit der Drohnenfliegerei angefangen. Muss ja unglaublich teuer gewesen sein. Das war relativ teuer, muss man sagen, und vor allen Dingen, es brauchte auch einen gewissen Sachverstand an Elektronik und man musste einfach ein Bastler sein, um sich diese Drohnen selber zu bauen. Fertig konfektionierte Drohnen hat es kaum gegeben zu der Zeit. Also es war der Bastelkeller, der Lötkolben und der Schraubenzieher gefragt. Wie gesagt, ich bin über einen Freund dran gekommen, der mir meine erste Drohne im Auftrag, wenn man so will, für einen Fotografen gebaut hat. Wenn man jetzt so eine kleine Drohne für ein paar hundert Euro irgendwo kauft, da hängen so kleine Kameras dran, die an GoPros erinnern. Als Berufsfotograf oder als Profi reicht das oder braucht man schon eine andere Hausnummer? Nee, also ich muss auch als Berufsfotograf gestehen, dass mittlerweile die verbaute Kameratechnik an Drohnen, die, sage ich mal, um die 1000 Euro kosten. So viel sollte man also für ein professionelles Gerät ausgeben, dass diese Kameras also wirklich eine unglaublich gute Qualität liefern. Von wie viel Auflösung redet man da? Von 20 Megapixeln in einem Kamera-RAW-Format. Also das reicht, ich sage mal, in den allermeisten Fällen für Landschaften, für Objekte, für wirklich gestochene, scharfe Luftbilder, für alle Zwecke, ist es völlig ausreichend. Sorry. Also für alle, die hier im Bildner TV, im Fotokanal schon mal rumgeschaut und rumgehört haben, es ist gerade der Begriff RAW-Fotografie gefallen. Dazu haben wir ein paar Videos, schaut mal in unsere Playlists. Also ich finde es persönlich sehr interessant, dass man auch mit einer Drohne in RAW fotografieren kann, um wirklich das Maximum an Bildqualität rauszuholen. Und das offenbar auch schon bei Einsteigergeräten oder bei Mittelklassegeräten. Also RAW-Fotografie ist auch in der Drohnenfotografie eine ganz wichtige Sache. Wir haben jetzt ein bisschen über Drohnen geredet, also Hexakopter ist gefallen, was gibt's noch? Also das Basisgerät ist der Quadrocopter, wenn ich den mal zeigen darf. Quadro kommt also von der Zahl 4, sprich einfach 4 Rotoren, die das Teil in die Luft bewegen. Das ist also die Basisversion und das große Teil, das ich hier habe, ist also ein Hexakopter mit 6 Motoren. Und es geht rauf bis zu 8 Motoren, 8 Ausleger, 8 Arme. Zum Teil sogar im ganz professionellen Bereich werden an diesen 8 Armen jeweils 2 Motoren befestigt, die dann ein unglaublich hohes Gewicht an Kameras laden können, für Filmkameras und dergleichen. Also dass hier mit bis zu 16 Motoren Gewicht in die Luft transportiert wird, das wirklich im Kilobereich liegt, mit 8, 9 Kilo Payload, wie man so schön sagt, sind also da durchaus möglich.
Welche Voraussetzungen muss ich denn jetzt ich persönlich als Drohnenpilot, als Hobbypilot erfüllen, um überhaupt mit einer Drohne in die Luft gehen zu dürfen? Da hat sich ja gesetzlich einiges verändert. Ich nehme an, vor 15 Jahren musste man noch niemanden fragen, ob man jetzt mit einer Drohne in die Luft geht. Nein, es war wirklich einfacher und irgendwie auch spaßiger damals, weil die Vorschriften, es gab eigentlich keine Vorschriften, es gab keine Regelungen. Es gab natürlich die übliche Luftverkehrsordnung, dass man in Flugplatznähe sowas nicht fliegen lassen dürfte, genauso wenig wie ein Modellflugzeug. Also man musste schon sich an gewisse Regeln halten, aber die eigentliche harte Drohnenverordnung kam ja bei uns erst 2017, in der dieses ganze Thema explizit geregelt worden ist. Die EU hat sich mittlerweile dieses Themas angenommen und hat diese unterschiedlichen Regelungen, die in allen europäischen Ländern eben in Gebrauch waren, auf eine Basis gestellt und neue Regeln geschaffen, EU-weite Regeln, die EU-weit gelten dann. Diese Regeln sollten eigentlich zum 1. Juli diesen Jahres, also 2020, in Kraft treten. Durch die Corona-Krise hat sich das verschoben. Also Stichtag ist mittlerweile der 1. Januar 2021, in dem diese Richtlinien in Kraft treten. Es ist nichts einfacher geworden, im Gegenteil. Also es ist ein bisschen komplizierter geworden, die Einteilung der Drohnen nach Gewichtsklassen, nach Gefahrklassen, wo darf ich fliegen, wann darf ich fliegen. Es ist bürokratischer geworden, das Ganze. Apropos Bürokratie. Im Bildner Verlag ist ein Buch erschienen zur Drohnenfotografie. Schaut in unserem Online-Shop nach. Da findet ihr den, hier unten unter dem Video findet ihr den Link zu unserem Shop. Da findet ihr das Buch zum Thema Drohnen und eben auch zu allen aktuellen Regelungen. Ich muss dazu sagen, natürlich mit eingeschränkter Gewährleistung. Wir können natürlich nicht garantieren, dass die Regelungen, die wir jetzt ganz aktuell 2020 in diesem Buch stehen haben, dass die auch 2021 oder 2022 noch gelten. Da bewegt sich einiges, aber wie gesagt, wie wir gerade gehört haben, es gibt Basisregelungen jetzt EU-weit und die stehen alle in unserem Buch. Wenn euch das interessiert, wenn ihr euch Gedanken machen wollt, weil ihr auch beruflich mit Drohnen arbeiten wollt, schaut unbedingt in dieses Buch. Da steht wirklich alles drin, was ihr braucht, um mit einer Drohne sicher in die Luft zu kommen. Kann ich da ergänzend vielleicht noch dazu sagen, dass tatsächlich bei diesen EU-Regelungen noch gar nichts so richtig in Stein gemeißelt ist, sondern das Einzige, was mittlerweile wirklich feststeht, ist, dass ab 1. Januar sich jeder Drohnenpilot registrieren lassen muss in einem Portal. Und diese Registriernummer, die er erhalten wird, an der Drohne befestigen muss, um einfach bei Unfällen und dergleichen, dass das Fluggerät einfach identifiziert werden kann und dem jeweiligen Piloten zugeschrieben werden kann. Das ist fix, dieser Termin. Einzelne Bestimmungen, die dann den sogenannten Drohnenführerschein betreffen auf europäischer Ebene, da ist eigentlich alles noch gar nicht so richtig fix. Aber grundsätzlich braucht man sowas wie einen Drohnenführerschein? Man braucht den Drohnenführerschein ab einer gewissen Gewichtsklasse, also Drohnen über 2 Kilo Gewicht brauchen diesen Führerschein. Und diesen Führerschein braucht jeder, der die Drohne gewerblich nutzt. Die beiden Drohnen, die da sind, die du jetzt dabei hast, wie viel Gewicht haben die? Nur, dass wir ungefähr eine Hausnummer haben. Also für die Große, nehme ich an, braucht man definitiv einen Führerschein. Für die Große definitiv einen Führerschein und nach den jetzigen Bestimmungen sogar eine Erlaubnis der Landesluftfahrtbehörde, eine sogenannte Aufstiegsgenehmigung. Hier habe ich je nach Akku, der verwendet wird, ein Abfluggewicht mit Kamera und allem, was da montiert ist, von etwa 8 Kilogramm. Das Zweite, was ich dabei habe, ist eine kleine, kompakte Drohne. Und ich sage es gleich, die technisch die große Drohne eigentlich überholt hat. Von der verbauten Kamera eben mit 20 Megapixeln im RAW-Format, das ich verwenden kann. Von der ganzen Größe, vom Handling her, die erfüllt einen Kofferraum,
die erfüllt einen kleinen Koffer. Also es ist wesentlich einfacher geworden und unkomplizierter, das Werkzeug immer dabei zu haben, sodass man wirklich spontan einen Auftrag erfüllen kann, wo man sagt, Mensch, das wäre jetzt günstig, dieses Gebäude oder diese Firma schnell ein paar Luftaufnahmen zu machen. Man hat alles in einem Köfferchen im Auto. Perfekt. Grundsätzlich, was machst du jetzt konkret für Aufnahmen mit dieser Drohne? In erster Linie sind es natürlich Aufnahmen von Firmengebäuden, weil ich ja Berufsfotograf bin und in erster Linie für Gewerbe und Industrie arbeite. Es sind Baudokumentationen, die ich gemacht habe. Es sind aber auch Fotos von Einfamilienhäusern, wenn der Nachbar sagt, ich hätte gerne ein Luftbild von meinem Häuschen, machst du mir das? Mache ich selbstverständlich auch. Es sind Landschaftsaufnahmen, durchaus, weil sich ja ganz neue Perspektiven entwickeln. Ich habe mit einer Gruppe von Jägern mal Tests gemacht mit der Rehkitzrettung. Sprich, also die Drohne mit einer Infrarotkamera, mit einer Wärmebildkamera versehen und in hohem Gras im Frühjahr, Frühsommer nach Rehkitzen gesucht, die durch das Mähen der Wiesen gefährdet werden. Die werden also aufgespürt von der Drohnenkamera, werden geborgen aus der Wiese. Okay, zum Abschluss jetzt mal. Es steht jetzt für dich ein Auftrag an. Wie schaut so ein Arbeitstag aus? Was ist die Vorbereitung? Wie läuft es ab? Was musst du alles vorbereiten, um dann auch die Drohne starten zu können? Okay, also die Vorbereitung kann im Vorfeld schon einige Zeit in Anspruch nehmen, abhängig vom Auftrag natürlich. Das geht damit an, wenn der Auftrag innerorts irgendwo stattfindet, dass man die Behörden informieren muss, die Ordnungsämter, dass geflogen wird im Ort. Ordnungsamt, Polizei unter Umständen muss abgesperrt werden, aber das sind dann schon sehr, sehr, sehr große Dinge. Normalerweise zum Ablauf geht es damit los, natürlich die Ausrüstung prüfen. Das heißt, Akkus laden, Kameraakkus laden, alles vorbereiten, das Fluggerät testen, prüfen, sind alle Motoren fest, sind alle Rotorblätter in Ordnung, damit man einfach keine technischen Probleme hat. Dann ist es natürlich ganz wichtig, wenn man an den Ort kommt, an dem man fliegen will. Meist sind ja Leute da, es sind Zuschauer da, es sind Nachbarn da. Es ist ja sehr streng geregelt, Fliegen über fremde Grundstücke. Das will also alles bedacht werden. Bitte hier niemanden überfallen, sondern zur Not, bevor man in die Luft geht, zu den Nachbarn in die Häuser gehen und sagen, ich habe hier einen Auftrag zu erfüllen, macht es Ihnen was aus, wenn ich hier vom Nachbargrundstück starte, eventuell auch ein bisschen in Ihr Grundstück reinkomme, weil ich den Abstand brauche zu meinem Fotoobjekt. Wenn man redet mit den Leuten, dann ist das Ganze schon nicht mehr halb so gefährlich, wie es oft in der Presse steht. Also die Leute sind sensibilisiert auf das Thema natürlich. Persönlichkeitsschutz, Belästigung, ich fühle mich belästigt durch eine Drohne. Ich habe die Erfahrung gemacht, die Leute sind eher interessiert an dieser Technik und finden das toll, kommen gern, schauen sich das an, wollen auch ein bisschen was erklärt haben. Diese Zeit sollte man sich nehmen. Einfach versuchen, ein gutes Verhältnis zu den Leuten aufzubauen. Und was ich gern immer mache, ist ein bisschen eine Bestechung, wenn ich die Genehmigung erhalten habe, ja, du kannst da drüber fliegen, dass ich die Kamera einfach mal drehe und mache ein Foto von seinem Grundstück und schenke ihm das dann. Und schon ist das Eis gebrochen und die Leute unterstützen einen eigentlich bei der Arbeit. Also mit den Leuten reden, auf die Leute zugehen und dann ist diese Angst vor den Drohnen, die so stark publiziert wird, eigentlich immer schon abzubauen. Konkret jetzt Technik, wir haben gesagt, na klar, Ausrüstung checken. Gibt es noch was? Versicherung, man muss versichert sein. Ganz wichtig, also jede Drohne über 250 Gramm, so die jetzigen Bestimmungen und das wird auch in der EU so weiter übernommen, soviel ich weiß, muss
haftpflichtversichert sein. Also bitte nicht mit der entsprechenden Drohne ohne Versicherung sich in die Luft begeben. Das kann sehr teuer und sehr unangenehm werden. So, ich denke, da haben wir jetzt vom Rudi die Basis erhalten, die ihr wissen müsst, um euch eine Drohne zu besorgen, mit der Drohne in die Luft zu gehen. Vielen Dank, Rudi, für die ausführlichen Informationen, für die fundierten Informationen. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder hier. Kann ja sein. Fürchte ich auch. Also ich wünsche euch alles Gute mit eurem neuen Hobby Drohnenfotografie, Drohnenfilmerei. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier bald wiedersehen bei Bildner TV, eurem Kanal mit praktischen Tipps zum digitalen Leben. Bis dahin, seid kreativ, bleibt gesund. Ciao.